Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Secrets of Grindea. Yes! Wir waren das letzte Mal hier unten und haben ein paar Schleime besiegt und heute im zweiten Part werden wir da noch ein bisschen blitzen. Wir blitzen alle. Aha, so machen wir das. Ich mache jetzt mit Gamepad. Also es ist wahrscheinlich ein bisschen bessere Steuerung, ja. Eindeutig viel bessere Steuerung. Und ich muss einfach die Steuerung natürlich wieder ein bisschen lernen, weil ich jetzt auf dem Gamepad und auf der Tastatur steuere. Aber auf der Tastatur kann man das Spiel eigentlich fast nicht steuern. Und ich habe ein Level Up jetzt, zumindest Stufe 3 oder 4. Steht das irgendwo? Ich glaube, es ist Stufe 3. Sehr gut, Wolke. Wir müssen die Wolke jetzt frei, Ding. Dafür muss ich jetzt kurz... wo war das? Ah, hier. Okay, die Steuerung eher ist nicht so gut. Im Menü ist die Steuerung nicht so gut. Aber wir machen die Wolke oder so besser. Zuerst die Wolke, komm. Ja, danke schön, dass es so gut angekommen ist. Ich werde weiterhin natürlich diese Let's Plays vorantreiben, die natürlich auch gut ankommen. Ich tue damit nicht schlechte ankommende Projekte schlechter machen, sondern ich werde die guten immer wie besser machen und die schlechten auch immer wie besser, einfach nicht mehr so oft bringen. Also, ihr könnt einfach so zu sagen sehen, dass ich ja mich immer wie besser verbessern will, oder? Und dadurch möchte ich halt einfach auch ein bisschen euch belohnen damit, oder? Und das ging mit diesem Projekt eigentlich schon recht gut. Natürlich ist GTA San Andreas kommt besser an, oder? Aber das ist klar. Also das Spiel war ja auch sehr viel beliebter, als es erschienen ist, als Grindea. Aber Grindea ist ein Anfängerspiel von ein paar Leute, die versucht haben, ein Projekt, ein erstes Game zu entwickeln. Und GTA San Andreas ist, glaube ich, ungefähr das fünfte Spiel von der, GTA-Serie. Und deshalb hat halt das ein bisschen Vorteile, aber das Spiel kommt immer noch sehr gut an, also mache ich es auch sehr viel öfters und so weiter. Ist ja klar, oder? Also, wir gehen jetzt weiter, wir suchen irgendwas. Was war das Ding? Ah, mit dem Schild. Okay. Ja, du musst nur treffen. Sehr gut. Dankeschön, Wolke. Honig und Nadelstich. Schön. Wunderbar. Also, ich muss ja nochmal kurz sagen, dass ich nicht so gute Qualität habe momentan mit dem Headset. Ich bin nicht glücklich mit dem Sennheiser Siberia 200, oder ist das doch Sennheiser, glaube ich. Auf jeden Fall, die Marke weiß ich nicht so genau. Aber ihr könnt vorstellen, dass ich... Ja, es ist alles größer geworden. Dass ich halt ein gewisses Headset brauche und ein Mikrofon. Und dafür muss ich halt auch einfach wieder sparen. Also kommt es auch demnächst. Okay. Dann werde ich schön gute Qualität haben. Und ich verdiene ja mit dem Kampfsport auch bald ein bisschen Geld. Ich wollte eigentlich schützen. Shit. Nochmal ein Level Up. Sehr gut. Also ihr seht, das Spiel ist sehr actionreich. Und eigentlich auch sehr cool. Wir werden nochmal die Wolke nehmen. Weil wir brauchen einfach Schaden. Wir werden die nochmal zurücknehmen und nochmal beschwören und schauen, wie viel Schaden die Wolke jetzt macht. Aber es ist ein bisschen langsam. 48, okay. Das ist immerhin schon mal recht viel. Das Kaninchen ist wahrscheinlich auch sehr, recht stark, ja? Aber die Wolke ist nicht gerade die hellste. Da jetzt die Story weitergeht, das weiß ich noch. Tun wir mal mit dem reden. Der Rat. Ruth.
Hey, auf dem Weg nach Evergrind, nehme ich an. Sei vorsichtig, ja? Hab ein paar seltsamen Typen am Fluss gesehen. Legen eine Falle oder so. Und wie bekomme ich jetzt die Angel? Ich bekomme einfach keine Angel. Also wir müssen Kettenblitz jetzt hochstufen und im nächsten Level, also im übernächsten Level, machen wir dann ein neues Pet. Boah, das mit dem Ding verkehrt ist ein bisschen nervig. Ich hätte lieber das Schild gerne auf der X-Taste. Oh, das habt ihr das gesehen, wie ich einen Combo hingelegt habe? Das ist ja mega genial. Oh, ist das cool. Sehr schön, ey, das ist wunderbar. Also machen wir das halt, wenn wir keine Angel haben, hä? Oder ist die Angel hier? Aber ich dachte, man kann schon Angel. Richtige Taste, Drago. Was ist das? Das war Geld, hä? Aber man sieht nicht, wie viel Geld wir bekommen haben. Also jetzt haben wir einen Kampf. Einen Pay-for-Pay-Kampf sozusagen gegen einen NPC. Ah, der Freddy. Das ist weit genug, du Göre. Wir gehen zu den Prüfungen, was? Das könnte ein Problem sein, da die Brücke jetzt im Besitz der schwarzen Frettchen ist. Aber du hast Glück. Wir sind Geschäftsleute, keine Banditen. Du kannst passieren, wenn du uns eine Milliarde Äpfel gibst. Hahaha. Och, wenn das nicht Grindias Spitzenhandelsware ist, erbärmliche Schwächlinge. Haha? Ah, der heißt Teddy. Freddy. Teddy und Freddy. Yay! Was? Ich war schon unterwegs, als ihr noch in den Windeln lagt. Es ist ein sprechender Bödel, Bruder. Das Ding muss ein Vermögen wert sein. Immerhin habt ihr damit Rö. Gib uns den Beutel, du Göre. Na los! Ja, Herr. Hey, anmaßende Sterbliche. Ich bin ein Gott von euresgleichen. Wie könnt ihr es wagen, mich zu unterbrechen? Zieh deine Klinge, Mädchen. Zeig's ihnen keine Gnade. Sieht aus, als hätten diese Typen einen ziemlichen Zollangelegenheit in einen Straßenraub verwandelt, Bruder. Das kann man nichts mehr machen. Zeigen wir ihnen, was mit Dummköpfen passiert, die sich mit den schwarzen Frettichen anlegen. Punkt, Punkt, Punkt. Beeindruckend! Sie haben es geschafft, sogar meine Erwartungen zu übertreffen. Verdammt, Bruder! Was ist mit dem Kind los? Sie hatte diese Abend nur Glück. Julia, ihr nutzlosen Narren! Oh, die Hexe aus dem Wald, aus dem tiefen Wald! Oh, Mist! Willkommen zurück, Boss. Es ist nicht so, wie es aussieht, Boss. Wir haben Schweine. Wir haben verloren. Oh, Schweigt. Ich verschwinde für 20 Minuten und wenn ich zurückkomme. Ah, ich verschwinde für 20 Minuten und wenn ich zurückkomme, hat euch ein Kind? Hat euch irgendein Kind besiegt? Jetzt bin ich gerade wegen der Stimme ein bisschen konzentriert. Sorry. Hey, warte eine Minute. Dieses Balkis, das er gesucht hat, es kommt auch mit dem Gewöhn nicht passieren. Das ist ein wahr gewordener Traum. Ich kann dieses Kind aufmischen und kann dafür nicht mal Ärger bekommen. Was? Du bist der Beste. Haltet die Klappe und geht mir aus dem Weg, ihr Verlierer. Oh, was hat die für eine Klinge? Eine Doppelklinge. Zeit für dich schlafen zu gehen, Punk. Ich bin Punk? Leader of the Black Ferds, Bandit, irgendwas, Viola. Aua, ich bin getroffen worden. Das erste Mal in diesem Spiel wahrscheinlich. Das war sehr gut. Also wenn man sie ausweicht, dann haben wir eine Chance. Boss ist ja mega leicht. Sie greift gar nie richtig an. Oh,
Kann man? Sie haut ab. Was? Was? Ihr Bastarde! Bist du in Ordnung, Boss? Oh, ich werde immer mehr zu Pussy. Kannst du stehen? Lass mich in Ruhe, Schwachköpfe. Ich bin nur über meinen Stein, über einen Stein gestolpert. Das ist alles. Das bekommt man, wenn man das falsche antike Artefakt beleidigt. Was zum? Lass uns abhauen, Boss. Diese Beute bedeutet nur Ärger. Grrr, ich schätze, es lässt sich nicht anders ändern. Dieses Mal hast du Glück gehabt, du Zwerg. Nächstes Mal bist du erledigt. Das Spiel ist mega genial. Mano, das ist lustiger als GTA San Andreas, Gott. Was für ein Haufen Clones. Ah nein, du hast ja die Stimme. Gut, dass ich Ihnen eine Lektion erteilt habe. Jetzt lass uns gehen, Mädchen. Wir müssen eine Prüfung bestehen. Was, sie? Ich habe doch alles gemacht. Und die Wolke. Meine süße Wolke. Wir haben eine Happy Wolke. Sie ist nicht böse. Aber sie ist böse gegen andere Feinde. Sehr gut. Also wir haben jetzt 11 Minuten und 30 Sekunden aufgenommen. Und ich habe schon keine Stimme mehr. Oh Mann, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich muss das alles noch ein bisschen lernen zu merken. Sie hat uns nicht getroffen, ne? Aber jetzt weil wir falsch geblockt haben. Ah, eine Heilungskugel, sehr gut. Also das sind die Herzen aus der Legend of Zelda. Versteht ihr? Aber jetzt muss ich wieder mit dem da oben sprechen. Also das Spiel ist eine Mischung zwischen The Legend of Zelda, Secret of Mana und Diablo 3. Und Diablo 1 halt. Das sind bessere Dinge, im ersten Teil zu sprechen. So, und jetzt können wir hier mal mit dem reden. Also der hat wirklich nichts Neues. Wie bekommt man jetzt diese Scheiß Angel? Ich will ein bisschen angeln. In den Spielen tue ich mega gerne angeln. Das habe ich seit Harvest Moon, dem ersten Teil auf dem Game Boy, eigentlich immer gehasst. Aber ich mache immer. Ich angle immer in jedem Spiel trotzdem. Also seit ungefähr... Seit dem Skyrim rauskam. Skyrim konnte man nicht angeln. Glaube ich, ja. Man konnte nicht angeln. Man konnte nur Fische aus dem Wasser pflücken. Aufsammeln und so. Und deshalb war ich da so ein bisschen böse. Und deshalb habe ich gesagt, ich werde in jedem Spiel ein bisschen angeln. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist, aber nur kurz. Eventuell später halt noch fertig angeln. Aber dann mache ich einen Spezialpart. Und für die, die nicht schauen wollen, wie ich angle. Ich habe sowieso mega Glück im Angeln. Die dürfen natürlich gerne halt. Oh, ich habe einen Krug verpasst. Bekommen wir hier die Angel? Wahrscheinlich, hä? Also. Ich angle in diesem Spiel auch ein bisschen, wenn man kann. Ja, man kann ja. Und ich hoffe, man kann. Also ich habe das irgendwie falsch im Kopf, aber ja, ich werde angeln, aber ich werde immer das in extra Parts machen, ne? Dann werde ich sehr schön angeln, also 30 Minuten nur angeln. Oder die Parts werde ich dann kleiner machen. Es ist ein schöner Tag, aber es wäre noch viel besser, wenn mein Wagen repariert werden würde. Wie heißt du? Zimmermann, aha. So, wir müssen nach rechts, aber... Können wir hier weiter? Okay, cool. Ist ja nix. Hier war ich noch nie. Damals ging es, glaube ich, gar noch nicht in diese Richtung. Das war ganz am Anfang. Und was muss ich mit dem machen? Also, man kommt nicht weiter hier. Ha? Schade. Aber ihr könnt mir vorstellen, dass ich halt das Spiel nie richtig gut gespielt habe. Sondern eher just for fun und zum Testen. Weil ich in jeder Beta, die ich
mitmache, dann teste ich das Spiel immer. Also auch im Let's Play dann. Ich muss Bugs natürlich den Entwicklern nennen. Das ist klar. Hier ist wieder ein Angelteich. Okay. Aber man kann wirklich nicht angeln. So, ich werde mal kurz ins Inventar schauen. Und schauen wir mal, was wir haben. Hä? Ein Buch. Kartenalbum. Use Items. Ah, da kann man Karten vielleicht finden. Okay. Ah, hier oben sind alle Sachen. Itemjäger Initiant. Ich werde das Spiel übrigens zu 100% machen spielen. Hä? Das bin ich euch schuldig. Weil ich habe das Spiel angefangen. Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt einen auf Kettenblitz. Oder sollen wir Frosting Friend? Nein, haben wir ja gesagt, machen wir nicht. Wir werden das machen, ne? Können wir nicht? Wir brauchen Silber. Wir haben 4 Punkte blau. Okay, wir haben gar kein Level bekommen. Doch. Ich weiß jetzt nicht, was ich... Ah, das upgraden. Nein, das können wir auch nicht upgraden. Wir können irgendwie gar nichts upgraden. Aber was sind die blauen Punkte? Also das ist ein Beschwören. Blockt Energie. Passiver Effekt. Leicht nutzbar. Passiver Effekt. Was ist das? Ich weiß nicht. Wir haben keine silbernen Punkte hier in der Mitte. Ich kann es ja leider nicht zeigen, weil ich keine Webcam habe in den Aufnahmen. Aber in den Livestreams habe ich ja immer. So. Aber ich muss das irgendwie einstellen können. Ich habe irgendwie eine Logitech HD Kamera, die beste, die momentan verfügbar ist. Ah, hier haben wir sogar eine Karte. Okay. Dann gehen wir weiter, hä? Halten wir da nicht unser Let's Play noch auf. So. Ich wollte eigentlich angreifen, aber habe die falsche Taste benutzt. Was ist das? Cool, der kann einfach nicht angreifen. Wunderbar, hä? Also werden wir beschwören, hä? Ich werde das Schneekaninchen dann auch noch... Ding. Dann werden wir wirklich nur Items tragen, die Beschwörung hochmachen oder vielleicht den Schaden ein bisschen. Und sonst nichts. Hä? Habt ihr Lust? Die muss ich taktisch angreifen. Die Wolke kann eigentlich auch. Mann, ich muss die Tasten umlegen, das geht nicht. So blöd, ey! Die Tasten muss ich umlegen. Ja, ich tue ein bisschen zu viel Ding, aber ich wollte ja jetzt eigentlich leveln. Ja, endlich die blöde Wolke. Jetzt habe ich den noch angegriffen. Dankeschön. Aber jetzt. Jetzt werden wir wieder Level Up machen, hä? Oder sollen wir mal Stärke machen? Schutz, Hast, 11, kurze Zeit, Angriffsgeschwindigkeit und Zauberzeit von dir und deinem Verbündeten. Machen wir dann demnächst. Aber ich wollte jetzt eigentlich das nehmen, Pflanzenbeschwörung. Ah, Refund können wir auch machen. Equip Skill. X-Taste. Ah, LT drücken und dann die X-Taste, okay. Wir machen LT ist hier oben und dann die X-Taste. LT. Ah, LT ist die untere Taste, hintere Taste. Greif an! Was macht denn die?
Greif an! Oder wächst die erst? Wieso greifen die nicht an? Hä? Wir müssen noch mehr leveln. Vielleicht müssen wir ein zweites Level bekommen. Dann greifen sie an. Ah nein, das sind vielleicht für Gegner, die bewegen können sich. Oh. Wir müssen das leveln wahrscheinlich. Oder gar nichts gehen. Ja, jetzt. Die müssen einfach näher kommen. Für später, wisst ihr. Das ist jetzt noch schwach. Also gehen wir weiter. Hä? Oder warte, wir müssen noch leveln. Weil es wird recht schwer jetzt. Ich glaube, das ist recht unpassiert jetzt. Es wird recht viel Schaden bekommen. Oder so. Wir leveln noch kurz ein bisschen. Hä? Ich will ja auch den Part jetzt eigentlich so langsam ausklingen lassen. Oh, weil wir jetzt, wenn die in die Stadt gehen, müssen wir direkt kämpfen, eigentlich. Noch ein bisschen tönen. Hä? Noch ein paar Tönen mit den Leuten dort. Muss ich direkt kämpfen, das will ich ja eigentlich nicht. Das will ich noch ein bisschen kämpfen. Jetzt Wolke, greif doch an, du passives Würstchen. Oder sonst muss ich halt ein neues Spiel anfangen, weil ich habe mich sozusagen verskillt, weil die Beschwörungen wahrscheinlich gar nicht so aktiv sind. Dann liegt es halt einfach am Spiel, aber ich will ja nicht ein leichtes Spiel haben. Also tut mir es leid, wenn ich jetzt ein bisschen zu schwer habe, aber ihr merkt es ja. Und eventuell werde ich sogar den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen, wenn ich wenn ich eben dieser Sammler bin, diesen Sammlerberuf habe. Aber jetzt werde ich zuerst mal ein bisschen leveln. Hä? Wir wollen ja auch ein bisschen OP sein, weil ja, gegen hammerschwarze Gegner will ich auch nicht kämpfen. Deswegen müssen wir einfach noch ein bisschen leveln. Yes, Dual Combo. Kann ich jetzt wieder ein Level up haben, bitte? Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen schneller. Vorwärts machen. Und noch ein bisschen Leben auf regenerieren und danach gehen wir hoch. Also im nächsten Level gehen wir natürlich rein, hä? Oder eben müssen halt noch ein bisschen irgendwas machen, weil ich kann das nicht. Ich kann Parts nicht splitten, weil ich immer nur einen Tag eine Aufnahme mache. Und deshalb muss ich das jetzt kurz abklingen lassen, weil es geht sicher 20 Minuten, wenn nicht noch mehr. Also wir müssen uns in einem Turnier beweisen. Also deshalb geht jetzt momentan nicht so viel. Hä? Aber hier kann man eigentlich relativ gut leveln. Greif an. Ja, dann halt so. Blaues Blütenblatt. Wir müssen halt auch immer wieder farmen. Also, ihr könnt sagen, ich bin nicht ein Spieler, der immer sehr schnell vorwärts machen muss und das Spiel in der Kurzzeit fertig spielen. Ich spiele das Spiel so interessant wie möglich, aber wenn diese kleinen Spiele halt kleine Spiele sind, müssen ich auch manchmal nicht so interessante Sachen machen. Aber ich werde das Spiel eigentlich so spielen wie ein alter Opa, der alles entdecken will vom Spiel, es halt macht. Und deshalb tut mir leid, wenn es halt ein bisschen langweilig ist manchmal. Aber ich werde mich bemühen. Also ihr dürft gerne mir da ein bisschen Feedback geben, wenn es zu langweilig ist. Aber ich tue jetzt vor allem halt Level, gell? Muss ich halt immer wieder machen.
Also vor allem werde ich mich vor den Bosskämpfen eigentlich ein bisschen vorbereiten, okay? Und wenn es halt euch ein bisschen zu langweilig ist, schneide ich das raus. So. Aber dürfte jeden Zeit sagen, wenn ich halt weitermachen soll. Also. Ja, sie war immer noch klein. Frechheit. Ich werde aber wirklich das jetzt skin. Oh ja, so geht es gut. Wir spannen einfach die. Das geht ja sehr gut. Komm, wir leveln so. Wir werden wirklich das weiter skin. Dann haben wir viel größere Reichweite. Das ist ja mega cool, deshalb liebe ich Beschwörer auch immer so. In vielen Games liebe ich einfach Beschwörer. Ich werde sogar ein Game machen, wo ihr dann Beschwörer sein könnt, als Hauptberuf. Aber es geht halt momentan nicht so gut. Schade, jetzt habe ich nochmal einen Beschwörer. Also gut, wir haben genug. Let's play. Also der Party hatte genug Zeit. Ich bedanke mich. Es war, ja, halt ein bisschen weniger interessant als der erste Part, ist klar. Aber der Kampf war genial. Schon der erste Bosskampf war mega genial. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr schaut und was ihr als nächstes macht, gell? Tschüss! Und Dankeschön. Nächster Part wird sehr, sehr interessant. Also zusehen. Tschüss.